Hallo und herzlich willkommen im ABNT Community Kanal. Ich möchte euch heute ein kleines Einstiegsprojekt vorstellen, und zwar diesen kleinen autonomen Minibus, der mit Hilfe von ABNT und einer kleinen Kamera, die montiert ist, autonom diese Strecke abfährt. Ich zeige es euch erstmal, dann erzähle ich was über den Bus, dann mache ich eine kleine Einführung in ABNT und dann gucken wir uns an, wie ich das programmiert habe. Also, lassen wir ihn mal fahren. Wir stellen ihn auf die Strecke, er fährt los und fährt im Kreis, so wie er soll. Wird ein bisschen langsam und wir gucken uns jetzt in der zweiten Runde uns das mal in ABMT im View an. Sehen wir die Ego-Perspektive des Busses und die Reglerabweichung und alles. So, jetzt aber wieder zurück, kurz an die Strecke, ich nehme ihn mal raus. Wir stoppen ABMT, dann fängt er auch nicht an, Mucken zu machen. Und gucken ihn uns mal an. Das ist ein kleiner, ferngesteuerter Bus, den ich bei eBay gekauft habe und innen ausgeschlachtet habe, auch hier vorne. Hier habe ich dann ein ESP32 Camboard mit der Kamera eingebaut. Die Kamera, das ist jetzt nicht die Originalkamera, es funktioniert aber genauso gut mit Originalkamera, da muss man das anders drehen, das Bild. Das muss man eh individuell alles angucken bei jedem Bus, den man baut, denke ich. Oder anderes ferngesteuertes Auto. Das Chassis ist noch gleich, ist aber alles rausgerupft, bis auf natürlich der Motor und die Lenkung. Die Lenkung ist ein bisschen primitiver, ist nur ein Magnet und die kann mehr oder weniger eigentlich einfach nur Vollanschlag und hat keine Rückkopplung. Also wenn ich nochmal so einen Bus bauen würde, würde ich mir vielleicht so einen kleinen CD-Schrittmotor oder sowas einbauen, die es auch für 5 Euro bei eBay gibt. Dann würde man da, glaube ich, noch eine größere Genauigkeit reinbringen. Genauso, es gibt keinen Längsregler gerade, also es gibt keine Geschwindigkeitsmessung. Da würde ich vielleicht auch nochmal irgendwas bauen, wenn ich nochmal so ein Projekt machen würde. Ansonsten habe ich mich jetzt mit kleinen Platinen auseinandergesetzt. Das mit kleinen Platinen gemacht und keine eigene Platine mit bestückt. Man könnte, wenn man eine eigene Platine macht, dann, also das ist alles sehr knapp, ja. Wenn man eine eigene Platine macht, dann hat man sehr viel mehr Platz und kann dann natürlich auch wieder mehr reinbringen. Hier ist noch so ein kleines Board zum Aufladen mit USB. Das ist alles schon sehr knapp. Wenn man das natürlich alles ausmisst, kommt man da bestimmt einen Schritt weiter. Aber fürs Erste ist das so schon okay und ich wollte überhaupt erstmal gucken, ob es klappt und wie sich dieser ESP verhält. Die Software sowohl jetzt für ABMT, die ich euch zeige, als auch die Firmware, die auf dem ESP-Board drauf ist, könnt ihr bei GitHub downloaden und euch auch mal näher angucken. Das Kamera-Board streamt per UDP an ABMT und empfängt ein Paket mit den PWM-Werten. Also es gibt 4 Pins, die rausgeführt sind, die dann an den Treiber IC führen und per PWM dann den Motor oder die Lenkung steuern. Ja, okay, so viel zum Bus. Wir fangen mit ABMT an und einer kleinen Einführung. Hier, was wir hier sehen, ist ein View. Damit kann man ein Modell beobachten. Und das Modell, das gerade läuft, sehen wir hier im Modelltab. Das Projekt, was wir uns angucken, da sehen wir hier eine kleine Beschreibung. Aber wir fangen noch mal ein paar Schritte weiter vorne an. Und zwar beim Workspace. Der Workspace ist ein Verzeichnis, in dem alle Projekte liegen. In dem Fall jetzt zum Beispiel nur eins, und zwar das Busprojekt. Hier könnten aber auch noch mehrere Projekte liegen, die andere Nodes beherbergen. Ja? Wir machen es uns heute so einfach wie möglich an vielen Stellen und haben deswegen auch nur ein Projekt. Ein Projekt ist auch nur ein Verzeichnis und der Verzeichnisname ist der Projektname. In dem Fall also heißt unser Projekt Bus. Wir gucken mal rein, was wir so für Verzeichnisse haben und Dateien. Einmal ein Verzeichnis für die Modelle, ein Verzeichnis für die Nodes, ein Verzeichnis für die Views. Im Hauptverzeichnis liegen Konfigurationen, in dem Fall gibt es nur die Bus-Konfiguration und dann gibt es Bildverzeichnisse. Das Bildverzeichnis, das nehme ich kurz vorweg,
Genau, wir gucken mal rein. Gucken mal rein, was es für Dateien gibt. Und zwar sehen wir hier eine Schattenkopie der benötigten Nodes aus unserem Workspace. Ganz oben gibt es das Modell, das kompiliert wird. Wir sehen auch an den Änderungen, dass das alles C++ ist. Und was wir hier sehen, also der Verzeichnisname, der da automatisch erstellt wird, ist Build, dann die Konfiguration und dann die Runtime, in der das läuft. Also wir haben jetzt hier die Live-Runtime, in der quasi live das abgespielt wird in Echtzeit, was man haben möchte. Keine Simulation oder Playbacks oder sowas, sondern live, Echtzeit. Und diese Runtime erstellt ein Binary. Das können wir uns auch gleich mal angucken. Das ist hier die Main. Ich stelle den Bus auch nochmal auf die Strecke für den Main aus. Und wir sehen, dass er anfängt zu fahren. Ich stoppe und der bleibt stehen. Genau, also ABMT erzeugt ein Binary. Alles ist in einem Verzeichnis drin. Kann man also auch für Releases oder sowas packen. Okay, so viel zur Verzeichnisstruktur. Wir starten ABMT. Bei mir liegt es in Opt, ABMT, ABMT und dann als nächstes die Konfiguration. Das war hier Bus. Gut, wir sind in unserem Projekt-View und sehen hier links die Modelle, die Views, die Nodes, die wir programmieren können und hier die Konfiguration. Die Konfiguration sagt im Prinzip einfach nur, welches Modell ausgeführt wird und welche Runtime. Und hier kann man dann noch die Runtime, die man ausgewählt hat, konfigurieren. Hier sind noch so grobe ABMT-Settings. So, also wenn wir jetzt hier draufklicken, öffnet der GitK und so weiter. Genau, dass man hier spezifiziert. Okay, also so viel zu den rudimentären Sachen. Model haben wir ja schon gesehen. Hier sind diese ganzen Nodes, die wir reinziehen können und in denen wir verknüpfen können, wie wir das wollen. Das machen wir aber auch, da kommen wir auch später noch dazu. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, wären Raster. Also diese Nodes, die man in C++ programmiert. Also wenn ich hier draufklicke, dann komme ich auch auf den Quellcode. Da machen wir jetzt auch gleich nochmal ein Beispiel zu. Genau, diese Nodes, die laufen in bestimmten Rastern. Es gibt einmal synchrone Raster und asynchrone Raster. Synchrone Raster laufen synchron zur Uhr. Asynchrone Raster laufen asynchron, also eventgetrieben. Ein Beispiel für ein asynchrones Raster, darauf kommen wir gleich als erstes zu sprechen, ist hier der Eingang für das Kamerabild. Der UDP-Receiver, der wird natürlich, dieser Takt wird ja nur aufgerufen, wenn ein Paket kommt. Also wenn ein Bild empfangen wurde, wenn ich den Bus ausschalte, dann ist der natürlich auch aus oder dann kommt da natürlich kein Bild und das Raster wird nicht aufgerufen. Und dann gibt es noch synchrone Raster, zum Beispiel hier das Senden oder der Regler, der läuft jetzt zum Beispiel hier im 10-Millisekunden-Raster. Das können wir auch, das ist ein bisschen schnell, können wir auch umändern, indem wir jetzt zum Beispiel hier sagen, wir gehen, das ist die Controller-Klasse und der Controller-Node, machen hier eine Annotation Raster. 20 Millisekunden. Und wenn wir jetzt zurück ins Modell gehen, sehen wir, der ist 20 Millisekunden. Autoblöcke sind Blöcke, die automatisch anhand der Verknüpfungen des Raster erkennen, also die keine feste Priorität haben. Wenn ich jetzt hier nochmal auf Play drücke, dann sehen wir, dass sich zum Beispiel das UDP-Send-Raster jetzt auch auf 20 Millisekunden festgelegt hat. Genau, die hier auch. Und wir sehen hier, die Bildverarbeitung läuft im asynchronen Raster UDP Receive. Ja, hier die Abweichung zum Beispiel und hier die Bildverarbeitung. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt noch einfach einen Testnode, den wir dann auch nicht brauchen, aber einfach nur, dass ihr gesehen habt, wie das funktioniert und wie man das programmiert und was das mit den Annotationen auf sich hat. Wir sehen hier, also ich habe jetzt gerade die
Datei-Test erzeugt oder die Test-Header und die Test-CPP-Datei und das wird automatisch generiert und der schlägt auch gleich den Bus-Namespace vor, also den Projektnamen als Namespace. Dadurch werden doppelte Namensgebungen ein bisschen mehr verhindert, weil man ja doch immer so dieselben Namen hat und dann kann man das nochmal ein bisschen besser differenzieren. Also deswegen ist der Projektname auch recht wichtig, damit dann dieser Namespace dann, das macht das Umbenennen einfacher. Oder was heißt schwierig? Ein Projektnamen, den sollte man sofort wählen oder nicht mehr ändern, weil man sonst das Umbenennen das schwieriger macht. Na, okay, ihr versteht schon, was ich meine, oder? Wir fangen an, wir machen einen kleinen Node, wir nennen diesen Node, also wir machen Struct, kann auch Class machen. Struct Test Node. Wir haben einen Eingang, der heißt, also ein Double und heißt in und wir haben einen Ausgang, Double Out. Wir haben eine Tick-Funktion. Tick wird immer aufgerufen, wenn das Raster läuft. Ja, so, also wir machen jetzt hier out gleich in mal 2 zum Beispiel. Und ja, immer wenn der Node aufgerufen wird, wird diese Tick-Funktion aufgerufen, nachdem der Eingang gesetzt wurde. Die Reihenfolge ermittelt dann ABMT selber. Und so können wir jetzt hier in unserem Modell unseren Test-Node hinzufügen. Der ist noch nicht da, weil ich die Annotation vergessen habe. So, also wir sagen jetzt ABMT, dass das ein Node ist. Annotation A Node und Auto. Auto sagt einfach, dass er aus der Klasse die Attribute ermittelt und ja, und man nicht weiter mit Annotationen das definieren müsste. Und das sehen wir ihn auch schon. Test Node können reinschieben, können jetzt hier irgendwas verknüpfen. Ah ne, warte, wir sind ja hier im CV-Model-Bereich. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel, könnten wir sagen, wir wollen irgendwas verdoppeln. Ja, dann könnten wir ihn auch, komm, wir nennen ihn auch einfach danach, was er macht. Double, ja, Double Node. Double ist natürlich ein Keyword, das geht nicht. Der ist weg. So. Und dann könnten wir jetzt hier das verfügen. Wir könnten eine Expression hinzufügen und sagen, mit einer Expression könnte man das natürlich auch machen, was wir hier in einem Node gemacht haben. Da sagt man hier einfach A mal 2. So, jetzt haben wir hier ein mal 4 generiert. Kommen wir legen es einfach da draus. Dann zeige ich euch auch nochmal. Wir können das auch noch in Subsystem machen. Das Subsystem nennen wir Quad. Ja, und dann, ja. Haben wir jetzt viel Quatsch gemacht, ohne irgendwas zu bewirken. Das löschen wir jetzt auch gleich wieder. Einfach weg. Und ja. Ich glaube, das war es jetzt so mal für die grobe Einführung, damit ihr so ein bisschen gesehen habt, was man mit ABMT machen kann. Auf die Views gehe ich dann nochmal spezieller ein. Also hier haben wir ja den View. Ich starte auch nochmal das Projekt. Gehe ich dann gleich. Nehme ich gleich mit, wenn ich euch erkläre, wie man den Bus programmiert. Okay, also fangen wir gleich mal an, oder? Wir fangen mit den Eingängen und den Ausgängen an. UDP Send und UDP Receive. UDP Receive ist ein bisschen komplizierter. Es ist ein Raster Source. Dann hat man bei Rasterquellen hat man keine Tick-Funktion, sondern stattdessen eine Poll-Funktion. Diese Poll-Funktion wird in der Endlosschleife aufgerufen und immer wenn die True zurückliefert, wird das dazugehörige Raster aufgerufen. Ja, also eigentlich jetzt auch nicht sonderlich kompliziert. Man muss sich da noch eine kleine Einschränkung gibt es, und zwar Raster Sources können nur einen Ausgang haben, aber wenn ihr versucht, zwei zu machen, dann wird euch ABMTE zurechtweisen. Ja. Init-Funktion, also ganz normale Blöcke können, also jeder Block kann eine Init- und eine Final-Funktion haben. Die Init-Funktion wird vorm Rasterstart aufgerufen, die Final-Funktion am Ende, wenn man das Programm beendet. Und ja, also alles irgendwie selbstsprechend. Wenn man keine Init-Funktion hat, wird sie natürlich auch nicht aufgerufen. Ja. Kommen wir zum UDP-Receive-Block. Ist auch straightforward.
File-Descriptor, Socket öffnen, Socket konfigurieren, Target festlegen, verknüpfen, also wir hören auf Port 3333 und in der Poll-Funktion haben wir noch als kleinen Zusatz, weil so Bildverarbeitungspipelines ja mal die Eigenschaft haben, auch länger zu brauchen, leeren wir in dieser While-Schleife den Receive-Buffer vom Kernel oder vom Socket und behalten jeweils nur das letzte Bild, setzen dann, wenn, sobald wir eins empfangen haben, New Image auf True und schreiben unser Out-Image. Ja. Wir bekommen ein JPEG, wandeln es in ein RGBA-Bild um, drehen das um 180 Grad und setzen den Ausgang. Ja, dieses Bild ist in einem ABMT-Bildcontainer gespeichert. Der ABMT-Bildcontainer wird halt gebraucht, wenn man das Bild in einem View darstellen möchte. Ja. So viel zum Senden. Empfangen ist noch viel einfacher. Da gehen wir ganz schnell durch. Socket-Konfiguration. Float mit 6, ein Array of Float mit 6 Daten, mit 6 Daten. Ja, genau. Also ein Array of Float, der wird verschickt und gut ist. Ja, vorher wird dann noch gesagt, welche IP-Adresse der Bus hat und ja, eigentlich alles straightforward. Ihr könnt es euch natürlich alles ganz ruhig in Ruhe angucken auf GitHub. Genau, der weitaus interessantere Teil für euch wahrscheinlich ist der CV-Teil, weil hier sieht man ein Beispiel, wie man jetzt zum Beispiel OpenCV in ABMT einbildet. Wir sehen hier wieder drei Klassen, sehr einfach gehalten. Eingang, Ausgang, Parameter, Eingang, zwei Parameter, Ausgang, Ein- und Ausgang. Die Besonderheit ist hier die Annotation zum Linken, dass wir mit der OpenCV Core Library linken müssen und mit der IMG Proc Library linken müssen. Über die Annotation quasi spart man sich dann hier Additional Libraries to Link to oder sowas. Das muss man dann nicht konfigurieren und das macht es dann auch wieder leichter. Die einzelnen Tick-Funktionen rufen einfach nur die Blur-Funktion, die Kenny Edge-Detector-Funktion oder die Huffline-Funktion auf und davor jeweils wird konvertiert. Da hole ich jetzt noch ein bisschen weiter aus. ABMT IMG ist quasi ein Container für Bilder, die den Pointer hält und auch ja, eigentlich Pointer und ein paar Zusatzinformationen und jede Library hat ja einen eigenen Image-Container oder eine eigene Art, Bilder zu übernehmen und da muss man sich dann Konvertierungsfunktionen schreiben. Hier habe ich zum Beispiel die Funktion Matsu-IMG, damit bekommt man dann aus einer Mat ein Bild für ABMT und umgekehrt gibt es dasselbe natürlich auch. Ja, ist eigentlich recht straightforward. Hier jetzt werden jetzt nur 8-Bits und 32-Bit-Datentypen und dann auch nur Schwarz-Weiß, RGB und RGBA unterstützt. OpenCV macht ja BGR statt RGB. Da müsste man dann auch, wenn man das irgendwie braucht, irgendwo swappen. Ja. So, aber das ist natürlich auch je nachdem, wie man das haben möchte. Die Halflines nochmal ganz kurz geben Vektor mit Line 2D zurück und der wird hier aufgebaut. Erstmal geclearet und dann befüllt mit dem Ergebnis von Halflines. Ja, wie Line 2D funktioniert, könnt ihr euch auch nochmal genauer angucken. Ja. Okay, so damit zur Bildverarbeitung. Damit sind wir mit der Bildverarbeitung durch und jetzt kommt der regelungstechnisch, glaube ich, interessanteste Teil. Aus dem Bild oder den erzeugten Linien, die ja hier in dieses Kalk-Delta reingehen, rauszumessen, wie unsere Abweichung ist zur Spur. So, wir gucken jetzt mal in unseren View rein. Oder was wir machen als erstes, bevor wir das machen, wir deaktivieren hier den Block UDP-Send. Damit er nicht gleich losfährt, stoppen, starten, kompiliert nochmal, fertig.
läuft in den View und dann stellen wir ihn jetzt einfach mal hier auf die Strecke und dann gucken wir uns an, wie ich das umgesetzt habe. Wir haben hier, das ist der Ausgang, also Mats, wir gucken noch mal ins Modell rein. Wir haben hier in unsere Abweichungsberechnung ein Bild, das reingeht, zwei Parameter Lane Width und Target Height und die Lines. So, und geben ein Bild raus. So, hier ist das. Das ist einfach ein leeres Ende. Geben nochmal zurück, ob wir eine Spur erkannt haben und das Delta normiert. Genau, und dieses Bild, was hier reingeht oder durchgeschliffen wird, dient eigentlich einfach nur dazu, dass wir hier im View sehen, was die Delta-Berechnung macht. Ja, und diese Delta-Berechnung, die guckt, das hat nicht nur zum Darstellen, sondern sie macht auch tatsächlich was mit dem Bild. Sie versucht nämlich zu ermitteln, ob es eine rechte oder linke Spur ist. Ja, und das macht sie einfach, indem sie rechts von der erkannten Linie guckt, ob es heller ist als links von der erkannten Linie. Und dann sehen wir auch hier, die werden unterschiedlich eingefärbt. Ja. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Bezugspunkt oder eine Bezugslinie, auf die wir unsere Abweichung berechnen. Das ist hier diese blaue Linie. Und da können wir hier mit Target Height können wir die verschieben. Und je nachdem, wo wir sind, ist natürlich unsere Linienbreite eine andere. Und da kommt auch unser zweiter Parameter her. So, also jetzt regeln wir zum Beispiel hier auf den unteren Punkt. Und dann müssten wir die Linienbreite natürlich erhöhen, während wir, wenn wir hochgehen, so 150 ist ein guter Wert, dann ist natürlich die Spur näher beieinander. Genau. Und hier diese Kreuze, die man sieht, das sind einfach Schnittpunktberechnungen zwischen der erkannten Linie und dieser Bezugslinie und dann von diesem Schnittpunkt die halbe Breite nach rechts oder nach links, je nachdem, was ich für eine Linie erkannt habe. Genau. Ah ja, hier sehen wir auch übrigens noch die Regelabweichung oder das, was er rausgibt. Und dann sehen wir auch, wie das schwankt, wenn wir eine falsche Breite reintun, weil der natürlich nicht immer in jedem Frame jede Linie erkennt. Oder wenn er zwei Linien erkennt, das würde natürlich auch Einfluss auf die Gewichtung haben. Also, und da sieht man auch gleich wieder Verbesserungspotenzial. Ich habe es natürlich so einfach wie möglich gemacht, um euch einen Zugang zu geben und euch zu inspirieren, sowas zu basteln. Und ja, natürlich auch, dass ihr noch ein paar Ideen habt, wie ihr es besser machen könnt. Da gibt es auf jeden Fall viele Wege, das nochmal besser zu machen. Aber ich finde so, am Anfang den einfachsten Weg zu machen, ist doch ja eine gute Vorgehensweise, eine gute Herangehensweise. Und das einmal komplett zu schließen und einmal das zusammenzulöten, das Bild rauszulesen, das Übertragen per UDP und dann den Regelkreis zu schließen, dann hat man schon recht viel erreicht und dann weiß man auch, wo die Reise besser hingeht und welche Optimierungen Sinn machen oder nicht. Ja. So, ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel hier nur eine Geradenabstraktion und auch nur gerade Stücke aufgeklebt. Ja. Ist vielleicht auch noch mal ein Tipp, wenn ihr sowas macht, also diese kleinen Modelle. Die kommen mit dem kleinsten Hügel nicht zurecht. Ja, erst recht, wenn man keinen Längsregler hat, sondern nur eine Längssteuerung. Wir haben ja kein Geschwindigkeitssignal, also wir messen ja keine Geschwindigkeit, dann können wir auch nichts regeln. Dann bleibt er an jedem kleinen Krümel hängen. Ja, nur so als Erfahrung. Oh, wir sehen auch, oh, der Bus ist schon so oft runtergefallen. Und wir sehen jetzt auch, das korrigieren wir jetzt auch gleich. Die Kamera hat sich gelöst und hat, jetzt ist es wieder weg, hat ein kleines Bild, ist ein kleines bisschen nach unten geklappt. Wie oft mir der Bus schon runtergefahren ist, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Naja, okay, wir gucken noch mal ganz kurz in den Quellcode, wie ich die Abweichungsberechnung programmiert habe. Habe ich ja schon grob erklärt, deswegen ganz schnell. Die Summe für das Delta, die Anzahl der Deltas, die wir ermittelt haben, wir können ja pro Linie, die wir sehen, potenziell ein Delta berechnen.
Wir sortieren nochmal um, dass P1 unten ist, gucken, ob die Linie relevant ist, also unterhalb der Top-Linie ist und eine gewisse Länge hat. Dann interessieren wir uns nur für Linien, die von oben nach unten gehen. Kann ich euch auch noch mal ganz kurz zeigen. Ich halte jetzt den Bus einfach mal so hin und irgendwann verschwindet die Linie, obwohl sie sichtbar ist. Wir interessieren uns ja einfach nur für Linien von oben nach unten. So, wir waren in Control. Genau. Hier noch mal rausschmeißen, wenn es nicht passt. Hier ist noch mal eine Lambda-Funktion für die Farbberechnung. Wir wollen hier quasi Punkt rechts und links davon. Dafür haben wir uns vorher hier einen Strahl gebaut. Diesem Strahl gehen wir dann die Hälfte der Länge nach und dann suchen wir uns einen Punkt rechts und einen Punkt links. Und hier die Funktion zur Farbberechnung und dann gucken wir, ob die Helligkeit links größer ist als rechts, kleiner ist als rechts, und dann machen wir eine rote Linie, ansonsten eine grüne Linie. Und hier addieren wir das zum Delta dazu, was wir gefunden haben, und hier zählen wir die Zahl der Deltas nach oben. Wenn wir Deltas gefunden haben, also Abweichungen gefunden haben oder Linien gefunden haben, die uns eine Abweichungsberechnung ermöglichen, sagen wir, dass die Linie okay ist, und berechnen einen Delta. Und zum Schluss normieren wir das nochmal. Normieren ist immer mal sinnvoll, damit man eine bessere Vorstellung hat, in welchem Bereich man ist. Also statt, wenn man jetzt einen Druckbereich hat und möchte von 200 Bar bis, oder von 10 Bar bis 200 Bar was haben, dann hat man, manchmal kommt man mit physikalischen Bezugsgrößen, und mit physikalischen Werten kommt man eigentlich besser zurecht, so rum. Mit Pixeln oder verschobenen Werten ist das manchmal nicht so einfach. Also gerade wenn man irgendwelche Bereiche hat und dann ab 23,5 bis 27,8 so, und wie viel Prozent habe ich denn jetzt da schon ausgenutzt? Da lohnt es sich manchmal zu normieren. Hier jetzt auch. Oder hier habe ich das jetzt auch gemacht, damit ich da einfach ein besseres Gefühl für habe. Könnt ihr aber alles machen, wie ihr wollt. Genau, wir gucken uns nochmal den Ausgang an hier in dem Scope. Wenn man es nicht markiert, ist es einfacher. Und dann sehen wir auch, jetzt ist grün ist Line okay. Haben wir jetzt keine Linie. Jetzt haben wir wieder eine Linie. Blau ist die Regelabweichung. Jetzt sind wir ziemlich in der Mitte. Die Punkte sind ziemlich in der Mitte. Jetzt sind wir links davon. Jetzt sind wir rechts davon. Und je nachdem, die rote oder orangene Linie sind die PWM-Ausgänge. Einmal renke ich nach rechts, einmal nach links. Genau. So hoppelt der Hase. Jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Regler. Und dann schalten wir das Ganze doch nochmal an und lassen ihn noch einmal zu den Schlussworten im Kreis fahren. Hier der Regler. Ist so trivial, dass ich auch nicht mal die Tick-Funktion in die CPP-Datei ausgelagert habe. Hier, wenn hier nur so mathematische Sachen gemacht werden und keine Klassen verwendet werden, dann macht das auch nicht die Compile-Zeit kaputt, und dann kann man es der Übersichtlichkeit halber ruhig im Header lassen. Es gibt auch keine Link-Konflikte oder sowas bei C++. Das kann man einfach so machen. Ja. Wir geben Delta rein, wir geben den P-Wert rein, geben rein, ob die Linie okay ist. Es ist nur ein P-Regler, kein PID, nichts Spezielles. P reicht völlig aus. Diese Spulenlenkung mit dem Magneten, der die Lenkung macht, das ist eh so unpräzise und nicht so schön regelbar. Da würde ich ja mit dem Schrittmotor arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ja, ich glaube schon. Genau. Also da würde ich eh verbessern, bevor ich da irgendwie am Regler anfange. Aber man kann natürlich alles machen. Und ja, genau. Also P-Wert. Wenn es nach links gelenkt werden soll, dann outright mal P. Ansonsten dasselbe mal P mal minus 1.
Und schon ist gut. Ja. Nochmal, wenn, natürlich nur, wenn die Lane okay ist, dann geben wir Gas. Und was ich hier jetzt noch eingebaut habe, ist, dass man, wenn man lenkt, dass er nochmal ein bisschen Zusatzgas gibt, weil er ja schon langsamer wird in den Kurven. Ja, also der wird langsamer, wenn er lenkt, und da gebe ich dann nochmal ein bisschen mehr Gas. Ein Längsregler wäre da natürlich ein Traum, ja. Und da könnte man natürlich auch aus dem Kamerabild raus die Geschwindigkeit schätzen oder. Ich meine, mit Kalibrierung kann man eh eine ganze Menge machen. Ich glaube, da gibt es sehr viel Raum für Inspiration und das Ganze zu verbessern. Ich hoffe, ihr habt da Lust drauf und macht das. Ich würde sagen, wir lassen ihn noch einmal kurz fahren und sind dann schon am Ende. So, wir gucken uns das aus der Ego-Perspektive an. Ich muss noch mal starten und stoppen. Ich habe hier gerade aus- und einkommentiert, oder? Nee, habe ich nicht. Ich würde sagen, wir sind am Ende. Jetzt müsste er eigentlich noch mal rausfahren oder sowas. Naja, okay, also ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und ihr hattet Spaß, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.